Es wird wieder Zeit für eine Spekulation. Fassen wir es kurz. Abonniert den Kanal, werdet Teil der Cartunity, holt euch eine Pizza, legt euch auf die Couch und genießt das unfassbare Video. Und somit hier die neuesten Spekulationen zum Spiel. Viel Spaß! Nintendo. Wann zum Teufel gibt es endlich mehr Content, mehr Spielmöglichkeiten, mehr Freiheiten und vor allem mehr Erweiterungen? Es wird nach knapp anderthalb Jahren Zeit, mehr Inhalte zu produzieren. Natürlich hat Nintendo bzw. Duke Bowser Erweiterungen und Updates versprochen. Nur, wann diese kommen, bleibt bislang noch unklar. Jedoch kann es gut sein, dass noch diese Woche, ich schätze mal am Mittwoch oder Donnerstag, ein Update kommen wird. So spekulieren zumindest die Fans. Was ich jedoch befürchte, am Ende bekommen wir nur verschiedene Events oder Items, mehr aber auch nicht. Klar ist das alles ganz nice, aber wie wäre es mal mit einer Ladenerweiterung? Zumindest was Snap und Schlips Laden angeht oder gar die Schneiderei. Seit längerem wird spekuliert und auch von verschiedenen Dataminern berichtet, dass es zu einer Nux-Ladenerweiterung kommen wird. Auch war dies bis jetzt in allen Teilen der Fall. So wurde zum einen im New Leaf-Teil auch Gerd ins Spiel gerufen und bekam am Ende seine eigene Gärtnerei. Hier kann ich mir zum einen für New Horizons sehr gut vorstellen, dass er früher oder später einmal in Nap und Schlepps Laden auftauchen wird und seine eigene Ecke oder gegebenenfalls im zweiten Stock einen Laden haben wird. Mit Hilfe dieser Erweiterungen werden wir nicht nur Platz für weitere NPCs auf dem Festplatz haben, sondern auch regelmäßig bei Gerd einkaufen können. Und mit regelmäßig meine ich Tag für Tag für Tag für Tag. Gegebenenfalls wird es aber auch Büsche und Pflanzen geben, die man bisher noch nicht bei ihm kaufen konnte. Denn, wie einige von euch wissen, wurde damals von Dataminern der ein oder andere Busch vorausgesagt. Ob dieser nun wirklich ins Spiel kommt, ist noch unklar und ist noch nicht zu 100% bestätigt worden. Zumindest von Nintendos Seite. Vielleicht kann man aber auch das Thema Gärtnern wieder erweitern, wobei es bei Gerd die Möglichkeit geben wird, verschiedene Samen zu kaufen, um eine gelungene Ernte mit verschiedenen Gemüse oder gar Obstsorten zu sichern. Außerdem wird für viele Spieler ohne die Switch Online App die Möglichkeit gegeben, mit Hilfe von Gerd mehr als nur die Heimatfrucht zu pflanzen. Da es für viele sehr schwer fällt, allein die Früchte wie Kirschen, Orangen oder Äpfel vollständig zu bekommen. Und nun kommen wir zum Thema Ladenerweiterung. Also, um eine Ladenerweiterung und somit Gerds Stockwerk zu bekommen und freizuschalten, sollte man jedoch nicht einfach nur ein Update herunterladen. Das wäre meiner Meinung nach zu einfach. Also müsst ihr nach dem Herunterladen des Updates verschiedene Dinge für den Bau erledigen, was zumindest früher bei Nap und Schlepp der Fall war. Hier könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dann zum einen 100 mal Unkraut sowie Steine und Holz an Gerd für den Bau abgeben müssten. Außerdem soll auch Material wie Eisen für den Bau genutzt werden. Wäre zumindest logisch. Vielleicht aber auch wird es noch viele kleinere Aufgaben geben, die letztendlich das Bauen des zweiten Stockes von Nap und Schlepps Laden aktiviert. Wie zum Beispiel jedes Mal einen Busch zu kaufen oder bei Gerd gar Unkraut zu verkaufen und es dann letztendlich zu einem Dialog kommt, dass Gerd sagt, hey, ich möchte für immer bei dir bleiben. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Neben Büsche, Pflanzen und Samen wäre eine weitere tolle Möglichkeit, dass Gerd exklusive Gartenmöbel oder auch DIYs, was ich wesentlich interessanter finde, sobald das Stockwerk steht, verkauft. Dies soll dann aber unter bestimmten Voraussetzungen geschehen. Somit soll es, wie damals bei Grazia und ihren Möbelsets, abhängig von der Saison nur bestimmte Möbel zu kaufen geben. Also wäre es doch perfekt, Saisonartikel bei Gerd zu kaufen und zu craften, um den Garten, den man dann letztendlich draußen erstellt, an Jahreszeiten zu koppeln und dementsprechend zu gestalten und anzupassen. Items wie diese aus dem Museum beispielsweise wünsche ich mir hier besonders, vor allem die neue Blumenart, die wir halt unter anderem dort sehen, sowie die Seeblätter oder gar irgendwann Seerosen. Wäre eine weitere Verschönerungsmöglichkeit für die Insel, die ich mir einfach unfassbar wünsche. Aber auch kleine Feste wie das Blumenfest, welches in Animal Crossing Wild World damals gefeiert wurde und in New Horizons durch Gerd veranstaltet werden kann, oder das Unkrautjätenfest, so nenne ich das zumindest, was auch in New Leaf oft zustande kam, sobald du deine Insel vernachlässigt hast, würden dann durch diese Ladenerweiterung freigeschaltet werden. Ansonsten waren das meine Ideen zum Thema Gerd und Ladenerweiterung. Wie findet ihr Ideen und was könnt ihr euch durch ein Erweiterungsupdate von Gerd noch vorstellen, sowie auch den vielen weiteren NPCs, die noch vor dem Rathaus hocken? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, danke an meine Kanalmitglieder wie Aki Sepanna, Simon, Stefanie und den vielen anderen für den Support. Möchtest du nichts mehr auf dem Kanal verpassen, so abonniere doch gerne und werde Teil der Cartunity. Und dann würde ich einfach sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Thank you.